Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video in New York. Freunde, wir sind offiziell angekommen. Wir sind gerade vor 5 Minuten in New York gelandet. Ich chill hier mit meinem riesigen Chicken Wing. Der hat mir super beim Flug geholfen. Ich war hier, aber die konnte sich mit seinem Kopf hier hinlegen und wir waren eine Chicken Fusion quasi. Das war super geil. Wir sind angekommen. Diese Flugzeugluft hat uns gerade auseinandergenommen, aber ey, unsere Freude ist unnormal groß. Das Ding ist aber, es gibt jetzt so eine kleine Sache, die das Ganze vielleicht doch erstmal nicht so cool machen könnte, wie man denkt. Denn wir haben für heute Nacht ein Hotel gebucht. Das ist das schlecht bewerteste Hotel, was es in New York gibt. Und auch das günstigste, was es gab. Das war auf der letzten Seite bei Booking und ich habe auch schon Bilder gesehen. Das sah eher aus wie ein Gefängnis. Bin super gespannt, wir fahren da jetzt gleich hin, wenn unsere Koffer hoffentlich ankommen. Denn mein AirTag hat gezeigt, dass das Ganze sich noch in Miami befindet, weil von da kamen wir ja gerade. Falls ihr davon nichts gesehen habt, checkt auf jeden Fall Kim from the Vlog, den Vlog-Kanal aus. Denn da haben wir mit Vlogs auseinandergenommen. Wir haben euch komplett mitgenommen. Und ja, Mann, jetzt werden wir eine Nacht lang in dem schlecht bewertesten, günstigsten Hotel in New York schlafen. Das Gute ist ja, dass es schon 22.14 Uhr ist. Das bedeutet, die Nacht wird gar nicht mehr so lang dafür, ne? Und der Tag. Aber ich habe auch keine Ahnung, ob wir noch einchecken können, weil keine Ahnung, ob da überhaupt jemand an der Rezeption ist. Ich stelle mir das vor wie so ein Geisterhotel, ne? Also kann sein, wir werden heute einfach vielleicht auch auf der Straße schlafen. Aber wir warten jetzt erstmal auf unser Gepäck, denn es ist halt noch nicht da. Wir sind gerade erst angekommen. Wir müssen uns erstmal orientieren. Der Orientierungssinn muss angeschaltet werden. Und ja, Mann. Here we go. Freunde, wir sind einfach angekommen. Wir sind gerade mitten irgendwo in New York. Es regnet unnormal, aber es ist so geil. Und wir sind gerade hier in Chinatown. Es sieht aber ganz okay aus. Also gut, der Eingang ist schon mal nicht so vielversprechend. Ich glaube, es gibt auch keinen Fahrstuhl. Aua, mein Auge. Und wir haben drei Koffer. Egal, wir gehen da jetzt erstmal rein. Also hier ist auch gar kein Schild oder so. Wir standen hier gerade einfach so und waren komplett verwirrt. Und er hat uns einmal gefragt, was sucht ihr? Dann habe ich gesagt, Bowery Grand Hotel, so heißt es nämlich. Und dann meinte er, hey, das ist hier. Und es ist einfach so eine ganz kleine Tür. Okay, let's see. Scheiße, wie sollen wir die ganzen Koffer da hochbekommen? Das wird auf jeden Fall filmen. Sieht nicht aus, als hätte das einen Fahrstuhl. Okay, guck mal, bitte ein bisschen Eingang. Scheiße, Digga. Also das sieht mir schon mal ein bisschen sus aus. Das sieht mir private, do not allow staying in staircase. Alles klar. Es ist nicht erlaubt, dass man hier in den Treppenhaus bleiben darf. Dann ist das safe schon mal passiert, Leute. Okay, es ist auf jeden Fall einfach offen. Okay, ich glaube. Hi. Oh mein Gott, scheiße, Adrian. Okay, das ist hier schon mal gar nicht lustig. Ich sag dir ehrlich, ne? Diese ganzen Treppen, ich komme gar nicht klar und ich glaube, er gehört nicht hier zu. Ne? Ich wollte mir das Ganze abholen. Okay. Okay. Das hat $75 trotzdem gekostet, ne? Das Kriterium war halt, dass es in New York City richtig sein muss. Also wir sind halt zentral. Ich schwöre, ich habe ein bisschen Angst, ne? Hast du so einen Typen gesehen, der hier rausgegangen ist? Was willst du vor dem Angst haben? Er kam gar nicht klar. Er war safe unter Drogen, so Einfluss. Wir müssen echt aufpassen, ne? Ich meine es ernst, ey, also ich glaub, mit ganzen Scheiß ich penne an der Tür angelehnt auf jeden Fall. Aber lass mal erstmal die Koffer hier hochtragen. Scheiße. Boah. Ja, let's go, ne? Also trägt sich nicht von selber, würde ich sagen. Okay. Warte, lass mal. Du kannst doch nicht drei Koffer auf einmal gehen. Ja, nicht auf einmal, aber. Wie Stufen sind das? Ich zähle jetzt 1, 2. Pause auf jeden Fall machen. Jetzt wieder. Wie nennen wir diese Kakerlake hier? Was? Schwör auf alles? Wirklich jetzt? Oh Mann, sag doch mal. Alles gut. Komm her. Sag doch mal bitte. Komm mal her. Alter, sag mir doch mal. Nein, hör Witz. Oh Mann, ich hab voll Angst. Der Typ, der hatte gerade keine Zähne. Ich hab genug GTA gespielt, um zu wissen, wie man hier überlebt. Ich weiß nicht, ob das ein Hotel ist. Ich, das fühlt sich gerade so an, als wären wir in so einem Dings. Weißt du, wenn man so. Wir machen das schon. Turmabhängig unter. Ja, das ist richtig schön gerade. Wie sah das da oben aus? Das kannst du dir jetzt anschauen. Echt? Ja, lass. Sind wir hier richtig? Ja, wir sind hier richtig. Ja. Ja, leider ja. Ey, ich helfe dir jetzt. Du kannst doch nicht. Ach, meine Hochzeit. Ey, ich mag diese vergoldeten Details hier auf jeden Fall sehr. Scheiße.
Okay, Leute. Lass mal erstmal alles hochtragen, ja? Okay, ich komme nicht klar. Ey, hier kommen die ganze Zeit irgendwelche Leute, Digga, die komplett Augenringe haben und so. Ich schwöre, was ist das? Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich würde hier niemals alleine reingehen, ne? Ich würde hier niemals alleine reingehen. Ich schwöre auf alles, ich würde einfach bei McDonald's schlafen. War das eine gute Idee, das einfach in der ersten Nacht zu machen? Ich glaube nicht. Ey, diese Treppe ist doch ohne Koffer schwer, ne? Ja. Ach, mit Koffer. Ey, es tut mir so leid. Einfach drei Stück. Ja, gut. Mach er jetzt auf, oder? Ja, er macht auf. Okay, wenigstens geht das so. Hey, Leute. Ja. Ey, ich wusste nicht, dass dieses Hotel auch eine Unterkunft für Obdachlose ist. Das stand nämlich nicht in der Hotelbeschreibung und wurde nirgendwo draus klar. Und auch der Typ, der gerade mit so einer Tüte hochkam, war kein einfacher Hotelgast. Der hat einfach dem Typen gerade noch Essen hochgebracht. Und ja, Mann, also es waren irgendwie keine richtigen Gäste da. We just came right now. You have a reservation? Yes. Let me have your ID, please. Yes, of course. Because I see there's only single room available. Okay. No two person, because I saw there's a single available for reservation tonight. Oh, okay. So can stay two person inside, because our hotel has a room. Okay, okay. We don't allow two person for you. Scheiße. Hörst du? Alter. Ja, dann muss ich wohl oder übel mir ein neues Hotel suchen, Kim. Ey, scheiße. Du machst das aber schon. Es kann nur eine Person hier übernachten. Ich glaube, wir haben einfach ein Zimmer. Hey, you for one night, right? Yes. Yeah, everything paid on. Sorry about that. There's a regular single room. Fuck. So the room is too small for one bag and we don't Scheiße. Yeah, the room is not, it's gonna, the bed is gonna be enough for you and yeah, not enough. Okay, okay, nice. We have a look. Okay, nice. Thank you. Alright. Alright. Sollen wir das hier stehen lassen? Nee. Nein? Okay. Das ist so gruselig. Das ist einfach ein Schrank. Das ist so gruselig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Das ist ein Kleiderschrank. Das ist wie diese Folge von Futurama, wo der Roboter einfach in den Kleiderschrank lebt. Ich kann das nicht. Ich kotze. Hier sind überall Haare drauf. Warte. Ey, ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann das nicht. Leute, wisst ihr, was man für eine Decke hat? Einfach so eine Fließdecke. Ich komme nicht klar. Was ist das hier? An der Zahnbürste auch so ein Schamhaar? Was ist das? Aber wenigstens hat man eine Zahnbürste. Ich kann das nicht. Fuck. Ist da ein Monster unter dem Bett? Oh, Jesus. Das ist ja wirklich klein. Ardian. Okay. Das war gerade so gruselig. Ich hab's gesehen, Alter. Ich sag dir ehrlich, ne? Ich geh jetzt irgendwas überfallen, ich bleib lieber im Knast. Dann bist du wenigstens überwacht, komm her. Ey, warte mal, ich muss das mal gerade kurz verarbeiten. Hier wollte ich mit dir schlafen, also so übernachten. Alter. Alter, hey, aber ich dachte, ich habe für zwei Personen gebucht. Ey, ich glaube, das ist Schicksal, ne? Ich glaube, das ist Schicksal. Hast du nichts gesehen? Wir nehmen deinen Zimmernachbarin oder Nachbar? Ja. Ich habe richtig Angst mit dir. Scheiße. Was machen wir, Alter? Ich schlafe hier sicherlich nicht alleine. Die wird aus dem Schrank raus. Ich bin unnormal geschockt. Guck mal, wie geschockt sogar die Steckdosen aussehen. Excuse me. Yes. How's your room? Yes, we're leaving. Where are we gonna leave? But right now I got one phone call. Yes. They make a reservation for a double room. Yes. But they just cancel. Oh. So if you want, you can upgrade the room. Okay. Just pay only $20 extra. Okay. But you check the room first. 116 over there. Just for one night. All right. Thank you. Man, hat der Typ. Es ist so krank. Jetzt ist gerade einfach. We have only this room left. Really crazy. Also jetzt können wir halt doch noch hier übernachten. Ich glaube, das Schicksal. Also was man nochmal festhalten, ne? Dieses Zimmer hier hat natürlich die allerbeste Verpflegung. Ein Hocker, ein mieses Bett. Ich höre keine Ahnung, was aus diesen Schächten da rauskommen könnte. Ein grüner Schleim, ich weiß nicht. Krass, ey, das ist echt krass, ne? Ich habe einfach Dauergänsehaut, ne? Das ist unser Glück. Was ist das? Guck mal, hier sieht schon freundlich aus mit dem Teppich. Ey, mir fällt jetzt gerade erst auf, wir haben ja auch gar keine Toilette. Sondern hier sind die Toiletten.
Bruder. Bruder. Nein, nein. Was ist das? Ich kotze. Ey, Leute, bitte, ne? Das ist so eklig. Es ist so eklig. War da alles Kacke im... Ganz Kacke im Eimer. Ich kotze. Was? Komm mal bitte. Guck mal in den Eimer rein. Was ist das? Da ist Kacke drin. Das ist so eklig. Fuck. Das ist 115, das ist 116. Ey, mir ist unnormal schlecht. Gemütlich. Gemütlich. Wir haben Fernseher. Mensch, das ist ja Luxus quasi. Machen wir es uns gemütlich, ne? Sorry, ne, aber ich würde mich nicht mal mit Schuhen in dieses Bett legen. Hey, Quatsch. Sauber. Nee, Mann. Please do not open window. Very dangerous. Trudy wird open. Ich sag ehrlich, ich denke, jemand würde reinkommen. Warum sonst? Oder ist das reingeschissen? Fuck. Was ist das? Was ist das hier? Ich komme gar nicht klar. Aber ich bin gerade... Ich schwöre, dieser Typ, der gerade angerufen hat und diesen Raum hier gecancelt hat, er hat so Glück, ne? Ich schwöre, er hat die beste Entscheidung seines Lebens getroffen. Wir bringen jetzt unsere Sachen da rein. The upgrade! Okay. Okay, perfect. Thank you very much. Yes. Crazy, yeah. Ich will jetzt wirklich nicht wie so eine richtige Tussi wirken, ne? Aber ich habe wirklich Angst vor Kakala. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, diese Nacht wird für immer in unseren Köpfen bleiben, denn das, was da alles passiert ist, das ist nicht normal. Kakerlaken und was da noch alles kommt. Freunde, schaltet nächste Woche um 18.30 Uhr auf jeden Fall hier auf dem Caramella-Kanal ein, denn ihr müsst auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht. Und wir werden uns auch die Bewertung durchlesen und ich kann euch jetzt schon mal vorwarnen, haltet euch fest, holt euch einen Hocker, weil sonst fallt ihr runter. Und schaltet nächste Woche um 18.30 Uhr wieder ein, wenn es weitergeht und heißt, wir verbringen eine Nacht in dem schlimmsten Hotel unseres Lebens. Oh! Was war denn da? Guck mal!